Die große Gefahr der Unbarmherzigkeit. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte. Jesus sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Die frommen Pharisäer verachteten und verurteilten die Zöllner, da sie mit der Besatzungsmacht der Römer zusammenarbeiteten. Sie spuckten sogar vor ihnen aus, wenn sie ihnen begegneten. Doch ihr Ende war fürchterlich. Sie erkannten nicht das Krebsgespür ihres eigenen Stolzes und ihrer Unbarmherzigkeit. Sie merkten nicht, dass Gott in Jesus als himmlischer Arzt zu ihnen kam, um sie für die Ewigkeit zu retten und sie von ihrem geistigen Krebsgeschwür zu befreien. Sie blieben in ihrer Blindheit und Sünde verstockt. Wie erschrocken, wenn sie nach ihrem Tod festgestellt haben, dass sie in Jesus Gott selbst verurteilt und so ihr ewiges Heil für immer verloren haben. Meiden wir immer die Unbarmherzigkeit, Bitterkeit und Kritiksucht, die zu einem harten Herzen führen kann. Denn dann sind unsere Gebete fruchtlos und das verhärtete Herz wird undurchdringbar für die Barmherzigkeit Gottes. Hören wir immer auf den Rat des heiligen Paulus und lassen wir am Abend die Sonne nicht untergehen über unseren Zorn. Es darf kein Hauch von Bitterkeit in unserem Herzen bleiben, denn das kann uns krank machen und schlimmstenfalls den Himmel verschließen. Jesus, bitte vergib uns all unsere Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Von Herzen vergeben wir jetzt allen, die uns hier verletzt und beleidigt haben. Wir segnen sie in deinem heiligen Namen. Hilf uns, sie von Herzen zu lieben. Im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, der priesterlichen Vollmacht, die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und Jesus, hilf uns jetzt von ganzem Herzen, all diesen Menschen zu vergeben, die uns Böses zugefügt haben, dass dein Segen auch ganz reich uns erreichen und helfen kann. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten Tag mit Jesus.